So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kleinländchen. Heute mit den Herrn Jansen unterwegs. Servus. So, tschüss, Herr Petershagen. Na? Jung, bis dann. Sind so, Herr Petershagen. Herr Jansen. Ja, Herr Petershagen. Brauchen Sie dann gleich irgendwie noch Hilfe? Der Herr Faul hatte da irgendwie was erwähnt. Ja, es wäre ja, nicht schlecht, wenn Sie Zeit hätten. Wenn Sie da ein bisschen unterstützen könnten. Wo wollen? Weil der Herr Faul hat es mir ja angeboten, bei ihm in der Halle unterzustellen. Ja, ich hätte es ja auch angeboten, hier was, aber hä? Ja. Das ist wohl ein bisschen schief gegangen für zwei Personen heute. Ja, gut. Scheißdreck passiert. Ja, das allerdings. Komm mal. Nee, dann komme ich gleich noch mit hochgefahren. Das würde mich freuen. Dann fahren wir schon mal nach oben, Herr Faul, oder? Genau, wir fahren dann schon mal los. Doch. Okay, dann bis später. Jo, bis dann. Möchten Sie fahren, Herr Faul, oder soll ich fahren? Oh, ich fahre wohl. Ich kann das ja. Okay, ich vertraue Ihnen dabei. So. Ja, ich bin mich auch doch. Ja, Herr Faulner, ist das heute ein ganz schön turbulenter Tag gewesen. Ja, aber sowas von turbulent, oh. Ich hoffe, wir haben das Schlimmste jetzt hinter uns erstmal. Ja, wollen wir hoffen. Irgendwie kriegen wir alles wohl gemeistert. Ja, das hoffe ich doch. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das ganze Maschinen da oben wegkriege und die Silageballen noch zur BGA schaffe. Oh. Richtig. Das wird jetzt noch eine ganze sportliche Nummer. Silageballen? Ja, ich habe ja noch ein paar Silageballen auf meinem Feld liegen. Und ja, die ja. Sind ja zum Verkauf gedacht gewesen. Ach so. Ja, aber ich nehme die auch wohl ganz gerne. Wenn Sie die auch möchten, dann fahre ich sie zu Ihnen. Ja, dann können wir meinen Ladewagen so mitnehmen einfach. Haben Sie einen für Rundballen? Ja, ich habe einen großen für Rundballen. Ja, das können wir natürlich machen. Meine ich wenigstens. Ja, ich bin mir nicht mehr. Wenn es nicht einer Ihrer Mitarbeiter weggefahren hat. Ja, ich weiß nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Sorry, ich hatte ein Lag. Ja, ich auch. Ah, Sie auch? Ja. Dann geht's ja. Das schon meine Fahrweise ist das. Nee, also heute fahren Sie erstaunlich gut, Herr Faul. Danke. Ich glaube, die kleineren Autos passen besser zu Ihnen als so ein großer Bus. Ja, das stimmt wohl. Das habe ich ja gesagt. Ah, wie ist denn das? Mein Traktor, den kann ich ja nicht gleich hier stehen lassen oder gleich in die Halle fahren, besser gesagt. Dann ist der auch aus dem Weg. Ja, fahren Sie ja am besten direkt in der Halle. In die große hier, oder? Ja, genau, da stelle ich dann halt nur in mein Auto mit rein. Ja, das ist ja kein Problem. Wie viel Platz brauchen Sie denn? Muss ich alle Maschinen hier rausfahren? Nö, normalerweise sollte der Platz reichen, der aktuell frei ist. So viel habe ich ja auch nicht. Na, das stimmt wohl.
Ja, wie machen wir das denn? Ja, irgendwie, wir sollten mit irgendwas auf jeden Fall hochfahren. Wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, obwohl ich kann mit dem Traktor hochfahren, weil ich habe ja noch ein paar Anbaugeräte. Ja, wollen Sie den Kleinen hier mitnehmen oder wollen Sie den Großen von mir mitnehmen? Wenn Sie gerade einen Großen frei haben, dann wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ja, der Große hier, den hole ich da mal schon mal raus. Oh, den hat aber einer wieder beschissen hingestellt. Weiß ja nicht, was haben sie denn sonst noch? Soll ich einen Tieflader mitnehmen? Ach so, sie haben ja einen Tieflader. Ja, ich habe einen Tieflader, da könnten sie ja die Anbaugeräte oben drauf ziehen. Ja, das wäre, glaube ich, ja die einfachste Möglichkeit, ja. Ja, vielleicht den Trecker noch mitnehmen, wegen was Großes ziehen oder so, ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, das machen wir so. Dann kann ich auch mit dem. Dann hänge ich mal den Tieflader an. Boah, das darf ich dieses Ungetüm auch mal fahren hier. Ich fahre schon mal vorher faul. Jo, bis gleich. Boah, das wird was. Ob wir das schaffen, das wird echt eine Herausforderung. Aber auf jeden Fall schön, dass Z50 hier. Der passt perfekt zu mir zum Hof. Da ist ja ein Pferd drauf. Mhm, schönes Emblem. Müssen wir gleich mal den Faul fragen, was es zu bedeuten hat. Faul, sind Sie im Funk? Ja, hier, ich bin Funk, doch, faul hier. Wo sind Sie denn? Sind Sie hinter mir? Ja, fast, ne, fast, fast. Ich weiß ja nicht, wo sind Sie denn? Ich bin kurz vor meinem Hof. Haben Sie eigentlich auch Verwendung für Strohballen? Ja, kann ich gut gebrauchen. Weil ich sehe gerade, dass mein Hänger voll ist, noch mit Stroh. Ja, kann ich gut gebrauchen. Oh, und der Herr Petershagen ist auch schon da. Oh, das ist aber nett. So, Herr Petershagen. Wunderschön. Schön, dass Sie auch schon da sind. Oh. Oh, dann fahre ich jetzt mal den LKW hier kurz auf die Seite. Dass wir hier auch durchkommen. Dann können die ganzen Maschinen hier mal nacheinander weg. Oh, der Drescher. Herr Fauler, stehen Sie ein bisschen ungünstig, glaube ich.
Oh, soll ich mal wegfahren? Wäre gut, weil dann kann ich hier nämlich ein bisschen weiter ausholen. Wollen Sie den drauf fahren hier sofort oder wie? Ich hätte den. Ja, den können wir nicht direkt drauf fahren. Was machen Sie denn da? Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich merke das schon. Ja. Dann muss er mir noch die Anhängekugeln für den Unterlenker geben. Nicht, dass das hier so hin und her schlackert alles. Da sehen Sie, die habe ich Ihnen gegeben. Die liegen doch hier. Ah, das. Aber ich kann die auch gar nicht ankupseln. Nee, aber da fehlen die Bolzen. Da Jansen sind noch in der Tasche. Du ahnst das. Ja, die gebe ich Ihnen gleich. Ich weiß nicht, Herr Petershagen, kriegen Sie das hin, dass Sie den rückwärts hier oben drauf setzen? Ja, das sollte offen. Ja, wobei auf der Platte könnte ja eventuell, könnte man dann gucken, weil er hat ja auch Anbaugeräte für seinen Teleskoplader, ob man die eventuell oben drauf packt. Aua, aua, was ist denn jetzt los? Hier habe ich auch gerade wieder so stechende Kopfschmerzen. Ja, aber ob man die Anbaugeräte für den Teleskoplader da eventuell oben drauf stellt. Ja, das kann weil der hat ja hier machen. Ballenzange, Palettengabel, Schaufel. Oh. Dann hier für den Frontlader, so wie das aussieht. Ach ja, wir brauchen seinen Träger wahrscheinlich so oder so. Ja. Oder mit dem Manitou einfach hier mit dem großen. Hat er dafür eine Ball? Hat er dafür eine Palettengabel? Ja, hat er. Ja, oder damit. Ja, da können wir die da unten auch schmeißen. So. Da bin ich wieder. Ja. Ich musste mir mal kurz eine Tablette holen. Ja, bitte. Können Sie die vielleicht mit dem Manitou aufladen, mit dem Telelader? Ja, das kriegen wir hin. Weil ich denke, das sind die ja einmal den Track. Sie wollten die Bolzen haben. Ja. Moment, die habe ich glaube ich hier liegen. So. Ohne hebt sich das immer so schlecht an. So. Da können Sie sie mitnehmen. Wunderbar, dann machen wir das. Oh, da hat er noch viel mehr hier drin. Oh Gott, die ganzen Backpacks. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was rumstehen. Ich wusste ja nicht, dass ich hier so schnell weg muss. Er faul. Ja, faul hier. Habe ich noch ein Stück, oder? Nee, so absetzen. Ja. Oh Gott. Herr Faul, haben Sie nicht gerade gesagt, so absetzen? Ja, danke. Da wäre die da mal unten. Na gut. Da helfe ich einfach mal nach. Muss ja einfach ein bisschen Schwund da sein. Aber das kriegen wir schon hin. Das denke ich, jetzt ist mir die auch wieder runtergefallen. Mit der nächsten Schaufel.
So, Herr Faul, aber diesmal gucken Sie bitte. Ja, ich gucke. Und zwar so, dass die Gabel bitte mit drauf bleibt. Ja, ein bisschen höher und dann auskippen schon mal langsam. Höher. Und jetzt auskippen, stopp, nicht weiter. Aber auskippen. Die Gabel soll mit drin drauf gehen, ne? Ja, deswegen ein bisschen auskippen, ne? Wissen Sie, was ich meine? Vorne rüber, ein bisschen höher. Und jetzt ein bisschen weiter vor. Noch was, stopp. Und jetzt langsam absetzen. Und abkuppeln. Oh. Nicht hoch, absetzen. Oh Gott. So, einfach absetzen, genau, dann. Sensor. Herr Jansen? Ja, bitte? Haben Sie hinten am Teleskoplader eine Anhängerkupplung? Möglich. Ja, weil, also in den Stall komme ich mit diesem Trecker wohl nicht rein und mit dem 1050 auch nicht. Achso, um die Presse rauszuholen? Ja, mache ich. Das also passt nicht so gut. Jo, angeschlossen. Dankeschön, das funktioniert ja. Bitte. Kriegen wir die überhaupt noch mit drauf? Ich setze die, glaube ich, mal hier hin. Ja, ich würde die, glaube ich, tatsächlich anstatt des Schwaders da drauf packen. Recht hochschieben. Ich würde erst den Wickler draufsetzen und dann den Schwader. Oder dann die Presse erst. Oh, mein schöner Hof hier. Irgendwie klemmt von außen die Tür. Soll ich euch Ihnen die Tür aufmachen, vielleicht? Geht's. Aber da kommen wir wieder zu dem. Ja, wobei das könnte gerade so reichen. Könnte. Ich stelle mich mal hier dazwischen, aber ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, doch, müsste klappen. Die Kabine ist ja weiter vorne. Weiß noch nicht, ob ich da von der Breite zwischenpasse. Haben wir noch einen Platz für ein Gewicht? Ja. Ja, kommen Sie mal. Oh, das wird kein. Oh, nee. Das wird kein. Ein Stück könnten Sie noch. Meinen Sie, dass das reicht? Also ganz, wenn Sie vorsichtig sind. Ein Stück weiter, ja, fahren Sie mal. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, es geht. Ja, vorhin ja. Klettern sie dazwischen mal raus am besten, ne? Oh, das wird hier kein. Fahren Sie mal ganz langsam vor. Ja. Danke, jetzt bin ich raus. Mal schauen, ob wir das von der anderen Seite reinkriegen. Du hängst da, glaube ich. Nicht mehr.
Bäckerrohr für diesen Team weiter ist. Herr Faul. Ja, hier, ja. Den Kercher, können wir den auch mitnehmen? Ja, den nehmen wir auch mit. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Geht noch was. Start. So, dann haben wir doch mal die Anbaugeräte erstmal verpackt. Was soll denn damit hin? Das müsste alles zum Herrn Faul. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn sie schon mal vorfahren. Ja, den Gedanken hatte ich nämlich auch gerade. Herr Jans. Ja, bitte, Herr Faul. Der Tiefleiter brauchen wir nächstes Mal, der doch müssen wir noch einmal haben. Ja. Für die Backpacks oben drauf schmeißen. Das wäre sinnvoll, ja. Ja. Oder wir kippen das einfach alles in den Hänger rein. Oh, das ist aber aber. Herr Faul? Ja, bitte. Ich glaube, Ihre Hydraulik hier funktioniert nicht. Kann das sein? Ja, das ist wohl richtig. Oder der denn jetzt? Ich wollte es nur mal sagen, aber ich glaube, ich hänge mal hier die Presse an den Teleskopladern und fahre mit dem schon mal vor. Ja, meine Hydraulik funktioniert nicht mehr. Aber also wir kommen ja eh noch mal mit dem Tieflader, deswegen... Tut die denn vorne auch nicht? Boah, da muss ich den in die Werkstatt bringen. Ja. Das sieht wohl so aus. Nee. Aber den lassen wir mal da, den können wir zum Hänger ziehen nehmen. Zum Ballen sammeln, das sollte ja vielleicht funktionieren. Außer die Anschlüsse sind auch defekt. Was hat der denn jetzt? Jetzt tut ihr gar nichts mehr. Aber meine Lieben, ob die Hydraulik an dem Traktor noch funktioniert oder wir wenigstens einen Hänger ziehen können, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Auch ob wir das Ganze schaffen, hier wegzukriegen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Perfect.